Und damit ganz herzlich willkommen zurück zu WWE 2K15 und ja, es geht hier um William Regal, der sich meldet, Cesaro und Jack Swagger waren mir in letzter Zeit ein Dorn im Auge. Kann ich diese Woche auf dich als Tag-Partner zählen? Und er ist natürlich mein Mentor, mein Lehrer. Ich verdanke ihm alles und deswegen sage ich, yo, ich bin dabei, Freunde. Was für mich leider auch bedeutet, dass mein Titel nun tatsächlich weg ist, denn damit habe ich rein theoretisch die Chance auf einen Rückkampf, auf einen Titelkampf vertan. Also William, ich hoffe, du weißt zu schätzen, was ich hier für dich tue. Bei meiner anderen Karriere habe ich es nämlich nicht gemacht, deswegen mache ich das jetzt mal. Und ja, wie gesagt, unsere Gegner sind Cesaro und Jack Swagger. Und ich habe mir tatsächlich was gegönnt wieder mal. Nach dem letzten Kampf, nach der letzten Niederlage, da habe ich nämlich The Rock als Trainer gekauft. Das heißt, wir haben jetzt den The Rock Button als Finisher. Haben auch seine Taunts und ich hoffe, das bringt mir Glück. Ihr wisst ja, The Rock, mein Lieblingswrestler, zusammen mit Hollywood Hulk Hogan, beziehungsweise nur mit Hulk Hogan. Na, das war wohl nix, Cesaro. Bam! Schöner, starker Schlag. Komm, Cesaro, steh auf. Und da der Reversal, der Power Slam. Und der Spinebuster. Könnte von The Rock sein, kann sogar sein, dass wir den, naja, nicht ganz, als Signature haben jetzt. Als wäre er nichts, werfen wir hier Cesaro durch den Ring. Bearbeiten ihn. Komm, steh mal auf, Kumpel. Ich bring dich mal zu meinem Kumpel. Oh, das ausgerechnet konnte er. Ich hoffe, er geht jetzt nicht. Jawohl. Jetzt haben wir ihn. Na komm. Tag Team Action, Double Neckbreaker hier. Und raus aus dem Ring. Na, ich denke, das war noch ein bisschen früh. Wir kümmern uns hier mal ein bisschen um Jack Swagger draußen. Und William Regal scheint alles unter Kontrolle zu haben. Hab ihn den Cesaro auch gut vorbereitet, denke ich mal. Schaut's euch an. Cesaro sieht hier keine Sonne. Spinebuster! Oh, will er uns zurück in den Ring schleudern? Jawohl, das will er. Das ist aber nicht das, was wir wollen. Oh, und jetzt ist Cesaro mal in der Reihe. Ja, ich gehe ja schon raus. Oh, nicht. Ich wollte rausgehen. Hallo. Dankeschön. Swagger schon wieder zurück. Aber da können wir ihn gerade nicht gebrauchen. Ah, jetzt konnte er nicht so viel. Mann. Und der The Rock Button. One, two, three. Das war's. Sehr schön. Swagger, der gerade reinkommen wollte, um den Pin zu verhindern, haben wir wunderschön mit dem German Suplex abgefangen. Und so haben wir indirekt doch dazu beigetragen hier, dass William Regal dieses Match für sich entscheiden kann. Relativ kurz gewesen sogar das Match. Hier sehen wir nochmal unsere Tag Team Action, William Regal und ich zusammen. Sehr geil, Freunde, ja, das war der Sieg. Und wer weiß, vielleicht gibt es jetzt noch eine Tag-Team-Karriere und wir werden Tag-Team-Champions. Würde mich natürlich auch freuen.
Ganz ehrlich, mir ist das egal, welcher Titel oder welchen Titel ich habe. Hauptsache, ich habe einen Titel um meine Hüfte. Just bring it, baby! Sehr geil, sehr geil. Und hier seht ihr, William Regal fordert uns auf, hier auf den Turnbuckle zu steigen und zu jubeln. Und das machen wir natürlich auch. Sehr schön, das war also der erste Kampf. Ein unglaubliches Match, 4 Sterne hier. 5.000 Gehalt haben wir bekommen. Ja, die Talentpunkte, die waren natürlich nicht ganz so dolle, aber was soll's. Wie gesagt, ich muss jetzt ganz einfach damit leben, dass ich den NXT Champion nicht mehr habe. Muss das Beste aus der Situation machen und weiter kämpfen. So, es geht gleich zur nächsten Woche. Ja, und hier haben wir das Vorbereitungsmatch gegen Dolph Ziggler. Wie gesagt, bringt mehr Followers, bedeutet natürlich, wir kommen schneller zu SmackDown. Deswegen brauche ich da gar nicht überlegen, ob ich das Dark Match nehme oder eben das Vorbereitungsmatch. Dolph Ziggler momentan ja bei Raw einen absoluten Run. Momentan sehr beliebt, nachdem er dieses Team-Match gewonnen hat zwischen Authority und Team Cena. Mehr oder weniger alleine. Cena war schon draußen, Big Show war draußen. Er war ja ganz alleine. Und er hat, glaube ich, 3 Gegner besiegt. Also das war wirklich unglaublich, was er da gemacht hat. Unter anderem hat er Seth Rollins besiegt. Ich weiß gar nicht, wie noch. Mark Henry war auch dabei, der wurde aber sehr, sehr, sehr schnell von Big Show ausgeschaltet. Ah, und wieder geht's hier in den Tie-Up, in den Clinch. Und Dolph Ziggler macht es mir wirklich schwer. Aber was er kann, das können wir auch. Oh, er kontert. Was kommt jetzt? Der Suplex? Das sieht nach einem Suplex aus. Jawohl, Suplex von Dolph Ziggler. Multiple Elbow Drops hier. Eieiei, und gleich nochmal. Hohohoho. Und nochmal, er lässt uns gar nicht mehr aufstehen hier. Jetzt aber schaffen wir es nochmal hochzukommen. German Suplex von uns. Diesmal ist Dolph Ziggler derjenige, der hier was abbekommt. Spinebuster. Wäre auch noch eine Attacke, die wir jetzt ändern müssen. Jetzt, wo wir das The Rock Moveset haben. Und nochmal Spinebuster. War unbeabsichtigt, habe ich vergessen. Mir war irgendwie gerade so, als wäre der Spinebuster rechts gewesen. Dem war leider nicht so egal. Jetzt langsam haben wir die Oberhand gewonnen. Das ist doch mal was. Knee Stumps. Und Dolph Ziggler kommt hier nicht mehr dazu, irgendwas zu machen. Wir haben ihn definitiv im Griff. Der weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Jetzt aber der Konter von Dolph Ziggler. Oh, schöner Dropkick. Der hat gesessen. Der hat uns echt aus den Latschen gekippt.
jetzt waren wir aber darauf vorbereitet, Freunde. Jetzt waren wir darauf vorbereitet. Und auch wir können Dropkick. Jetzt gibt's Schmerz, die Hall of Pain hier. Rope Break. Und den The Rock Button. Jawohl. The Rock Button complete. Power Pin jetzt. 1, 2, 3. Und das war's. Wir gewinnen hier gegen Dolph Ziggler. Der eigentlich ein gutes Match geliefert hat. Definitiv. Aber es hat eben nicht gereicht. Und mit dem The Rock Button, Freunde, ja, mit dem The Rock Button bin ich sehr, sehr zufrieden. Auch mit dem Spinebuster als Signature, auch wenn wir ihn gerade nicht gemacht haben. Spielt keine Rolle. Das bleibt auf jeden Fall. Allerdings, ja, den People's Elbow, den werde ich dann wahrscheinlich wieder wegnehmen. Dafür dann wieder den Suplex Pile Driver nehmen oder irgendwas anderes. Ich weiß es noch nicht. Oder ein Fallaway Slam gekoppelt mit einem Samoan Drop. Ich muss mir das Ganze noch überlegen. An sich finde ich den Suplex Pile Driver ist eine schöne Attacke, aber ich finde, er passt irgendwie nicht zu ihm. Er passt irgendwie nicht zu AJ. Das ist so mein Problem. Großartiges Match, 3,5 Sterne, so dolle war es also nicht. Haben aber 8000 Followers bekommen, das ist natürlich ordentlich. Und auch Vicky Guerrero hier sagt, dass es ein gutes Match war. Und auch wenn ich Vicky Guerrero nicht leiden kann, ich fand das echt schön, dass man ihr die Möglichkeit gegeben hat, hier in die Familie einzusteigen, nachdem, ich weiß gar nicht wann das war, 2006, 2008, ihr Mann Eddie Guerrero gestorben ist. Die Familie, die WWE-Welt war für sie da, hat sie mit offenen Armen empfangen. Und das finde ich wirklich schön. So Freunde, jetzt aber sage ich macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Nation Zero. Ciao!